So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, hier ist ja ein kaltes Gebiet, in dem sich ein Schrein befindet. Und deshalb dachte ich mir, wir gehen mal zu Sekunde. Zu dieser Hütte da unten, denn vielleicht be befindet sich ja dort was Spannendes, was uns eventuell auch helfen könnte. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal, ist ja ein ganz gechilltes Let's Play und so und ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob in dem Haus was Spannendes ist oder in der Hütte und ja. Ja, doch, ich glaube, ich würde es eher Hütte nennen als Haus. Ja, Hause wird, könnte man, kann man schon sagen, aber ja. Wieso geht es fast nicht kaputt? Jo, wahrscheinlich. Ja, gut. Leute, wo bin ich? Ihr findet mich nicht. Niemals. Davon mache ich einen Screenshot. Oh, eine Heugabel. In Ordnung. Oh, die Waffentasche ist voll. Das regeln wir mal. Okay, der Bockstock ist eh verbraucht. Obwohl ich denke, ich schmeiße eine Bocklanze weg. Halt nicht mit dieser Taste, sondern mit der hier. Weg damit. Dann nehme ich doch lieber die Heugabel. So. Ja. Hier kann man auch wieder. Ko oh. Hilfe. Ah. Hilfe. Aua. Okay. Brennt nicht mehr. Alles gut. Alles gut. Halt hier wächst ein Pilz. So. Und jetzt lass mal schauen, ob hier drinnen was Spannendes. Oh. Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Lesen. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in großer Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne diese ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Ich möchte trotzdem des Winterwams. Leider habe ich einen großen Gefehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili. So viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte, so wie der liebe Manuel zum Beispiel. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchern gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar mein Winterhams hergeben. Wir haben es schon gelesen. Nein, ich. Weh. So, ich will doch nur. Nein, ich will doch nur die Chili nehmen. Mein Gott. So, danke schön. Aber das Winterwams, das wäre vielleicht geschickt. Oh, ein Aussauling. Nicer. Oh, ein Bernstein. Nice. Ja. Bisschen blöd. Mit dem Winterwams, dass wir da ihm dieses kochen müssen da. Das eine Gericht da, diesen Chili-Teller. Obwohl habe ich vielleicht sogar ein paar der Zutaten. Lass mich mal gucken. Nee. Ich habe kein Wild mehr zur Verfügung. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich merke mir diesen Ort mal. Ich glaube, ich markiere den sogar. Auf der Karte so, pass mal auf, da wo ich bin, da ma mache ich eine Markierung, nämlich,
Was mache ich für eine Markierung? Da, diesen Stern. Den Stern hier, oder? Ja, passt doch. Das sagt mir nämlich, dass es wichtig ist und toll und oh. Da ist ein Gegnerlager. So, lass mal schauen. Scheiße, der hat mich gesehen. Ja gut, aber sonderlich unauffällig war ich ja nicht. Zack! Die Bocklanze ist zerbrochen. Was nehme ich jetzt? Hier den Bockblinkenknochen. Sekunde, was nehme ich jetzt? Hier zerbricht so viel. Ach, nehme ich mal das Reiseschwert. Scheiße, der hat Pfeile. Und Bogen. Nice, eine Monstertruhe. Digga, was geht ab? Ist ja voll krass, Digga. Oh, aber meine Lebensanzeige ist ein bisschen heruntergegangen. Ich esse mal. Nee. Ich esse mal ein bisschen Pilze. So. Jetzt passt das schon wieder. So, was ist hier drin? Lass mich gerade mal schauen. Ein Wurfspeer. Das ist cool. Das freut mich sehr. Aber erstmal will ich dieses Grillwild hier. Hier liegt nichts mehr, oder? Die Waffentasche ist voll. Habe ich noch irgendwas Unnötiges? Den Wurfspeer. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Ich kann den ja eh nur einmal verwenden. Ja, komm, dann nehme ich lieber den Bockstock. Und hier nehme ich mal die Axt. Hier ist nämlich ein Apfel drin. Und eine Eichel. Nice. Und ein Holzpfeil. Sieht doch ganz gut aus. Aber jetzt wechsle ich die Waffe wieder zum Bockstock. Ja, ist hier sonst noch irgendwas? Hat man, was ist das da hinten? Das wüsste ich gerne. Oh, Bienen. Scheiße. Komm, greif mich an, greif mich an. Greif mich doch an, hä? Zack. Verschwindet. Sind die jetzt weg? Ich hoffe es mal. So. Fünf Bombenpfeile. Ey, ist ja krass. Ne? Sieht man nicht hier jeden Tag fünf Bombenpfeile? Und Ausdauerhonig. Nice. Aber jetzt wechsle ich wieder zum Bockstock. Ist ja klar. Irgendwie, ne? Und ich sehe, der Part geht gleich auch schon wieder 10 Minuten. Hat mal, habe ich. Welche Stärke hat den Bockbogen? Habe ich den schon? Ja, den habe ich schon. Ein paar Mal. Dann. Ja, brauche ich den eigentlich nicht. Wenn ich eh schon ein paar Exemplare davon habe. Oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, da hinten sehe ich den alten Mann. Nice. Da besuche ich ihn gleich mal. Und ja. Und zack, und zack. So sieht man sich wieder. Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben. Aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor den Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da. Ist das nicht meine Axt, die du da bei dir trägst? Du kannst sie gern behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Okay, aber wie viel soll ich dir dann bringen? Was ist? Ach so, okay. Ich verlasse mich auf dich. Ja, wie viel Holzbündel soll ich denn holen?
Mein Gott, wenn du das nicht sagst, dann weiß ich das auch nicht. Oh, Eicheln. Oh, kann ich vielleicht, halt mal, da drüben ist ich noch Gegner. Kann ich vielleicht den Baum da drüber fallen lassen? Ja! Leute! Okay, die Waffentasche ist voll. Dann, Ich glaube, ich werfe mal eine Fackel weg. Ich brauche ja eh nur eine. So. Und jetzt kann ich da wahrscheinlich rüber. So. Da komm her. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh. Geh doch weg mit deiner Bocklanze. Hä? Ich hab keine Angst vor dir, ja? Zack. Du bist tot. Okay, einen Bockstock werfe ich weg, oder? Halt, nee. Ich glaube, Bockstock ist stärker als Bocklanze, oder? Weiß ich jetzt nicht, aber egal. Der Bockstock ist schon sehr verbraucht. Das heißt, ich nehme mir diesen neuen Bockstock, ne? Ist ja irgendwie logisch. Ach ja, und Leute, ich habe in den ersten paar Folgen gesehen, dass die Bewertungen von diesem Projekt nicht so gut waren. Also weiß ich nicht, wie lange dieses Projekt noch dauern wird. Ich meine, für was mache ich das Let's Play, wenn ihr es nicht sehen wollt? Ich werde jetzt mal bei den nächsten Folgen gucken, ob die Bewertungen besser sind. Aber ansonsten, wenn sich die Bewertungen bei diesem Projekt nicht bessern, dann beende ich das Projekt demnächst schon. Da bin ich jetzt, mal ganz ein Fieser. Und ja. Da spiele ich das Projekt lieber allein, beziehungsweise das Spiel. Da spiele ich das Spiel lieber allein, privat, wenn ihr es eh nicht sehen wollt. Oder wenn ihr es eh nicht mögt, dieses Let's Play. Also an die Leute, die es mögen, schreibt mal ein bisschen positives Feedback, dass ich weiß, dass euch das Projekt gefällt. Ansonsten wird dieses Projekt bald durch ein anderes ersetzt. Das kann ich schon mal sagen, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja. So, und jetzt gehe ich mal zum alten Mann und frag den mal. So. So. So, ich habe schon was gekocht eigentlich. Ja, guck mal. Besonders raffiniert ist das nicht, aber als Essen geht es gerade so noch durch. Ich weiß genau, dass du heimlich mein Tagebuch gelesen hast. Ja, ich komme. Okay. Ja, ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Dieses formidable Rezept umzusetzen ist nicht leicht. Wenn du es schaffst, ist ein Winterwams für dich drin. Wenn du Wild brauchst, solltest du im Wald der Seelen im Norden des Plateaus auf die Jagd gehen. Alles klar. Dann weiß ich jetzt mal Bescheid. Ja, Leute, aber ansonsten ist der Part eigentlich schon wieder lange genug, würde ich jetzt mal so behaupten. Deshalb, ich sitze mich jetzt ein bisschen zum alten Mann. Wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, dann schreibt mal Hashtag Hütte in die Kommentare, da wir ja in diesem Part diese Hütte gefunden haben. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.